Eine richtig gut sortierte Speisekammer ist gar nicht so schlecht, denn wenn man mal für eine gewisse Zeit das Haus nicht verlassen kann oder will, ist es ganz praktisch, wenn man zu Hause noch was Essbares findet. Aber eine gute Vorratslagerung muss man erstmal lernen, damit man daraus auch was Anständiges kochen kann. Wir haben mal zwei Männer losgeschickt, sich für 10 Tage einzudecken. Sagen wir mal so, es ist sehr interessant, was die beiden gekauft haben und was man wirklich für 10 Tage gebrauchen kann. Das sind Alexander und Cord. Alex ist 24, Cord Mitte 50. Sie gehen heute für uns einkaufen, aber mit einer ganz besonderen Herausforderung. Guten Morgen. Eure Aufgabe soll es heute sein, einen Notvorrat einzukaufen für eine Person für 10 Tage Getränke und Lebensmittel. Denn viele von uns haben noch immer nicht genügend Lebensmittel für eine Notsituation im Haus. Es geht um nicht eine aktuelle Krise, die jetzt heute anfängt, sondern eine, die irgendwann ist und man sollte das da haben. Jawohl, genau. Meinst du, reicht eine Kiste? Los geht es für die beiden. Mal sehen, was Cord und Alex so alles einkaufen und ob sie damit die empfohlenen 10 Tage auch gut überstehen würden. So. Und das ist schon mal nix. Honig kann man auch eine ganze Menge andere Sachen mitmachen. Also ich wüsste nicht, wann im Leben mal Nutella schlecht geworden ist. Zucker in der Apokalypse, dann wird man schon mal nicht sauer. 10 Tage, 2 pro Tag, 20, so, ach, los. Nudeln, perfekt. Oh Gott, muss mal ein bisschen strukturieren hier. Nudeln halten sich 3 fucking Jahre. 2,5 Kilo. Viele vergessen, dass sie in einem Notfall zu Hause keinen Strom mehr haben und dann auch zu Hause nicht mehr kochen können. Das heißt, es werden viele Nudeln eingekauft, viel Reis, aber der Gedanke, dass man die Zutaten dann gar nicht mehr zubereiten kann, das fehlt oft. Da denken viele nicht mehr dran. Wie gut sind wir in unserem eigenen Zuhause auf eine plötzliche Krise vorbereitet? Eine Studie der Uni Siegen aus dem Jahr 2018 belegt, dass ein Großteil der Bevölkerung sich nicht mit dem Thema der Notbevorratung auseinandersetzt. Eine Folgestudie aus 2020 bekräftigt diese. Trotz Pandemie hat sich an dem Vorratsverhalten der Bevölkerung kaum etwas geändert. Oft wird auch zu wenig Wasser eingekauft. Die Leute denken nicht dran, dass sie jeden Tag mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser benötigen. Das ist auch ein häufiger Fehler, der gemacht wird. Cord hat das im Blick. So, 10 Tage, 20 Liter. Falls Wasser ausfällt, dann vielleicht ein bisschen mehr zum Kochen. Ich hätte gern was Frisches, aber es ist ja für einen Notfall. Rindfleisch, Schmalzfleisch, was ist denn das jetzt? Ich habe eine Idee, wie ich mein Fleisch in meinen 10 Tagen vielleicht kriegen kann. Haben Sie vielleicht irgendeine Idee, was lange halten kann, also länger als ein Jahr? Wurstgläser, das geht auch. Wurstgläser? Ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Danke. Ob mit oder ohne Fleisch, der durchschnittliche Erwachsene braucht etwa 2200 Kilokalorien am Tag. Frauen etwas weniger, Männer etwas mehr und gut 1,5 Liter Wasser. Hochgerechnet auf 10 Tage, da kommt schon einiges zusammen an Lebensmitteln. Hat irgendjemand Milch gesehen? Die ist jetzt leider nur 3 Monate haltbar, aber die verbrauchen wir ständig. Also können wir die eigentlich auch auffüllen. Dann nehmen wir einfach mal 2 mit. Ganz schön clever, Alex. Dann würde ich jetzt sagen, ich bin fertig, weil mir fällt nichts mehr ein. Das war's. Was hast du denn da alles? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? 10 Tage. Ey, guck dir das mal an, den Vergleich. Ey. Cool. Jetzt geht's zum Check. Mengenmäßig liegt Cord auf jeden Fall vorne. Dann schauen wir mal, was ihr eingekauft habt. Dann haben wir hier schon das erste Problem, du hast viel zu wenig Flüssigkeit gekauft. Wenn du mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag zu dir nehmen solltest, das knapp werden könnte, wenn du mit dem Wasser auch kochen sollst. Du hast an sich keine Lebensmittel eingekauft, die schnell verfallen. Das ist super. Das heißt, alles, was du hier auf dem Tisch stehen hast, hält sich auch länger. Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist toll, dass du an Fisch gedacht hast. In Fisch haben wir viele essentielle Omega-3-Fettsäuren. Kohlenhydrate hast du ausreichend. Wir haben Nudeln, wir haben Reis. Dann hast du hier Pfirsiche gekauft. Pfirsiche ist auch toll, weil wir in den 10 Tagen Notbevorratung auch Vitamine brauchen. An sich
ein toller Einkauf, ja, nur etwas zu wenig. Dann gehen wir zu Kort. Auch du hast einen tollen Einkauf. Du hast ausreichend eingekauft. Wir haben alle Makronährstoffe vorhanden, in ausreichender Menge. Super. Im besten Fall wäre es natürlich besser, immer frische Lebensmittel einzukaufen. Wir haben viel mehr Vitamine, viel mehr sekundäre Pflanzenstoffe auch als in den Konserven. Aber für Notvorrat toll eingekauft. Ich zeige euch jetzt mal, was ich eingekauft habe. Und hier ist der Warenkorb, den das Bundesinstitut für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vorgibt. Das Bundesamt empfiehlt für 10 Tage 3,5 Kilo Getreide und Kartoffelprodukte, 4 Kilo Hülsenfrüchte und Gemüse in Gläsern oder Dosen, 2,5 Kilo Obstkonserven und Nüsse, 2,6 Kilo Milch und Milchprodukte, 1,5 Kilo Fisch, Fleisch und Eier, knapp ein halbes Kilo Fette und Öle und natürlich mindestens 15 Liter Wasser zum Trinken. Macht allein an Lebensmitteln gut 14,5 Kilo, nur für eine Person. Wer hat sich das bloß ausgedacht und warum? Wir fragen nach beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Der Grundgedanke, der hinter den Empfehlungen steht, ist, dass die Menschen eine gewisse Zeit autark sich versorgen können. Sich, ihre Familien, vielleicht auch die Nachbarn. Das führt auch zu einer Entlastung der Einsatzkräfte. Also gelernt habe ich heute, dass ich definitiv zu wenig Wasser besorgt habe. Ich selber, was weiß ich, hole eine neue Kiste, wenn die leer ist. Und möglicherweise sollte man immer nur die letzte Kiste dann erneuern und dann aber noch zwei haben. Ja, supi. Auf den Katastrophenschutz. Und darauf, dass wir hoffentlich trotz Vorräten keine Notsituation erleben müssen.